はい、皆さんこんにちは、りんなです。今日はまた両親を一緒に動画を頼んでます。今日のテーマは、まあ、どら焼きも置いてあるんですけど、これ抹茶セットになりますので、今日はちょっと私は両親にお茶を出してあげたいと思います。茶道はやったことあるんですけど、いつもお客さん側として、だからあんまりお茶を立てる経験がないから、それがうまくいくかどうかはちょっと別として、美味しい抹茶が作れるかはちょっと自信がないんですけど、ちょっと作ってみたいと思います。で、その反応をこの動画でやりましょう。I have here ein Set, ein Matcha Set, und wir werden jetzt eine ganz unoffizielle Teezeremonie machen. Ich meine, ich habe es früher letztes Jahr so ein bisschen gelernt, aber da war ich immer nur der Gast, nicht derjenige, der das selber macht. Das Erste, was ihr wissen müsst, bei einer Teezeremonie ist das Wichtige immer, dass man ganz viel Respekt zeigt. Natürlich zu dem Lehrer oder Meister oder wie auch immer, der das macht. Aber auch zu den Sachen, die dafür verwendet werden. Und ein Schritt dafür ist zum Beispiel, dass man seinen Schmuck abmacht, damit man die Schale zum Beispiel nicht beschädigt. In unserem Fall ist es eine günstige Schale, aber bei einer echten Teezeremonie könnte das sein, dass es was ganz was Teures ist. Und wenn dann man mit dem Ring da irgendwie drankommt und das dann dadurch beschädigt, dann ist es nicht gut. Und deswegen, wenn man ganz respektvoll sein will, dann macht man hier so seinen Schmuck ab. Und dann kann man loslegen. Soll ich nur einen haben? Ja, gell? So, und dann können wir das hier aufmachen. Und in diesem Set hier. Ist hübsch, oder? Ja, sehr schön. Ta-ta-ta. Also, das hier ist Matcha-Pulver. Das hier ist der Löffel zum Rausholen. Der Löffel zum Rausholen vom Tee. Und wisst ihr, was hier drin ist? Der Besen. Genau. Ah, guck mal. Ich habe den auch noch nicht einmal hier rausgeholt. Also, wir den hier rauskriegen. Ah ja. Oh, schön. Und das Allerwichtigste natürlich, die Schale. Und die Schale hier mit Kranich. Wir haben dieses Set im Internet bestellt. Und da konnte man sich nicht aussuchen, was da für eine Schale damit kommt. Das heißt, das war die Zufallsschale. Ah ja. So, mit Kranich. Ganz hübsch. Genau. Und damit machen wir jetzt Tee. Das heißt, das hier brauchen wir nicht. Das ist nur so als Tragetasche gedacht. Aber ich muss auch sagen, ich habe das zum ersten Mal so gesehen, dass das aber sehr zusammenhängt und so. Ja. Schön gemacht. Ja, sehr gut. Dann das nächste, was man wissen muss für die Teezeremonie. Matcha ist sehr bitter und deswegen gibt es immer was Süßes dazu. Genau, erst was Süßes essen. Sehr gut. Ich habe gar nicht gefragt vorhin. Habt ihr in Japan eine Teezeremonie mitgemacht? Nein. Nee, haben wir nicht gemacht. Gell? Ich konnte mich auch nicht erinnern. Normalerweise bei einer Teezeremonie kriegt man immer so ein kleines, rundes, süßes Ding. Oft aus roter oder weißer oder irgendwie andersartiger Bohnenpaste. Das Problem ist, dass die normalerweise, wenn die gemacht sind, nur einen einzigen Tag haltbar sind. Und deswegen konnte ich das euch nicht mitbringen, weil es dann hart wird. Und dann schmeckt es nicht. Ja. Diese Dinger hier, wisst ihr, was das sind? Ja. Ich kenne die ja. Genau, die heißen Dorayaki. Die sind normalerweise nicht unbedingt bei einer Teezeremonie zu finden. Aber es ist rote Bohnenpasta und deswegen dachte ich mir, mach. Genau. Und Takas Mama hat gesagt, die von dem Laden da, die sind so toll und ich soll die mitbringen. Und die sind auch nicht sehr lange haltbar. Das heißt, das Haltbarkeitsdatum ist bis heute. Oh, wir haben es am Sonntag gekauft. Essen wir schnell. Also 3 Tage. Und deswegen haben wir auch nur 2 gekauft und ihr dürft euch jetzt 1 teilen. Und dann könnt ihr morgen noch 1 essen. Auch wenn ein Tag schon über ist. Wir sind erst essen, euren Kommentar abgeben und dann machen wir den Tee. Schmeckt noch sehr frisch. Das ist schön. Sehr lecker. Schmeckt auch sehr gut. Ich war ja schon damals sehr überrascht, als ich das erste Mal die Schale gegessen habe. Dass die so gut schmecken, dass sie dann ja jeden Abend. Genau.
hier haben nicht nur rote Bohnenpaste, sondern da ist auch hier drin. Das mag ich sowieso. Gell? Das dachte ich mir, dass du das sowieso magst. Sehr lecker. Du darfst es jetzt mit mir teilen. Ich will aber nicht. Denke ich mir schon. Und die Teile, die wir in Tokio gegessen haben, in Fischform, das sind auch Dorayaki, oder? Nein, die heißen Taiyaki. Weil Tai ist der Name von dem Fisch. Und Yaki heißt gegrillt. Ach, gegrillt? Ach so. Yaki ist in Japanisch alles gegrilltes, irgendwas. Na, Nachtisch. Genau. Oder Vortisch, vor dem Matcha. So, nur eine Schale. Aber das ist eigentlich auch kein Problem, weil auch bei einer japanischen Teezeremonie wird wirklich ein nach dem anderen gemacht und eine Person nach der anderen wird serviert. Also es ist nicht so, dass alle Leute bei einer Teezeremonie zur gleichen Zeit ihren Tee trinken. Sondern es gibt normalerweise immer einen Hauptgast, der kriegt das als erstes und dann kriegt die nächste Person und die nächste Person und die nächste Person. Jetzt ist es aber so, es ist nur eine Schale. Normalerweise gibt es bei einer Teezeremonie schon mehrere Schalen. Aber wenn zum Beispiel, wenn es nur drei Schalen oder sowas gibt, aber sechs Gäste da sind, dann wird die gleiche Schale dann doch nochmal wieder verwendet. Also es ist nicht so wahnsinnig ganz unerhört, dass wir da jetzt die gleiche Schale für euch beide haben. Hat eine Anleitung mitgeschickt. Und zwar für die unterschiedlichen Arten von Tees. Japanisch. Natürlich auf Japanisch. Kuro für normalen grünen Tee, für Matcha und für Hojicha. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier die Matcha-Anleitung anschauen. Ich habe es mir vorhin schon extra mal angeguckt, aber da steht: erster Schritt, zwei solche Löffelchen hier reintun und dann 80 Milliliter heißes Wasser reintun. So, Matcha-Pulver. Sehr gut, das andere, was man wissen muss, gehäufte Löffel. Also da muss man dann nicht sparen. So. Wie viel? Zwei. Und dann einmal so machen. Sehr gut. Ja? Gefällt mir auch. Ja. Irgendwie war es auch so. Jetzt, ja. Das sind wohl Lotusblüten. Ich schätze mal. Stilistisch. Echt eine schöne Farbe. Ja, ja. So, und dann tun wir da jetzt unser heißes, aber nicht zu heißes Wasser. Gut. So, so haben wir jetzt hier diesen wunderschönen Besen. Das Ding ist übrigens auch hier aus Bambus. Das Ding hier ist auch aus Bambus. Ja. Und dann muss man den Matcha jetzt aufschäumen. Und das macht man, indem man hier den da macht. Also irgendwie. Ja, weiß ich nicht, wie gut ich mich da jetzt gerade wahrscheinlich es anstelle. Die nächste Schale könnt ihr selber machen. Hauptsache, vielleicht schmeckt es ja trotzdem. Hauptsache der Matcha-Tee ist aufgelöst. So, das nächste, was ihr wissen müsst. Weiß es. Du weißt es, okay. Man nimmt die Tasse in der Hand und dreht sie zweimal. Aha, sehr schön. Also, Vorderseite, genau. Da wo der Kranich drauf ist. Das heißt, wenn ich jetzt den Tee gemacht habe, dann habe ich den hier so und dann würde ich den so servieren, dass er bei dir nach vorne steht. Und dann nehme ich ihn? Genau, und du nimmst ihn hoch und zwar auf die linke Hand mit der rechten Hand halten. Und das Erste, was du machen musst, ist erstmal deinen Dank aussprechen. Also einmal so die Tasse hochheben und so. Genau. Und dann hast du schon richtig erwähnt, du musst es zweimal drehen. Und zwar im Uhrzeigersinn zweimal. Eins, zwei. Passt. Genau. Und dann darfst du es trinken. Und es gibt keine feste Anzahl an Schluck, die du machen musst. Aber mehr als einen. Also jetzt nicht hier machen, sondern so mäßig. Du musst dich auch nicht beeilen. Du darfst dir ganz viel Zeit lassen. Beim letzten Schluck darfst du dann so ein bisschen so den Rest wegschlürfen. Sehr schön. Zurückdrehen. Zurück. Ja, zurück. Nicht Uhrzeigersinn. Nicht im Uhrzeigersinn. Gut. Frage, und wieder abstellen. Was heißt zweimal drehen? Heißt zweimal um 45 Grad? Oder nee, es muss nicht so wie die Mama jetzt 180 Grad gedreht sein. Sondern muss nur so quasi nur gedreht sein, damit du nicht von dem
allerbesten Teil der Schale trinkst, weil das ist Respekt gegenüber der Person, die die Schale gemacht hat. Ah, okay. Jetzt hast du da diese wunderschöne Schale. Mhm. Jetzt musst du, darfst du sie anschauen. Mhm. Und da gibt es dann auch einen richtigen Weg, so eine Schale anzugucken. So, so. Genau. Also das Erste, was du machen würdest, ist deine Hände links und rechts neben die Schale tun. Und dann kannst du so, so links und rechts da so ein bisschen angucken, wie die so aussieht. Und das Nächste, was du dann machen darfst, ist die Schale hochnehmen in beide Hände, immer in beide Hände, weil du willst ja nicht, dass sie runterfällt. Ja. Und außerdem, und du sollst die Schale nicht unnötig hochheben. Mhm. Und deswegen so drehen und auch mal drunter gucken und innen rein gucken und alles so bewundern. Mhm. Ja, ist doch eine schöne Schale. Ja. Ja. Mit den Kranken. Ich finde auch, dass das hier so rausgeschnitten ist. Sehr schön. Und wie hat es geschmeckt? Sehr bitter. Sehr bitter? Ja. Echt? Ja. Ja, ich kenne ja grünen Tee und von daher passt das schon, aber mir ist es zu, ein bisschen zu bitter gewesen. Grüner Tee und Matcha ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Also normalerweise ist Matcha ja schon bitterer als normaler grüner Tee. Ja, ja, also es ist schon ordentlich bitter, finde ich. Bitter. Ja. Okay. Möchtest du dem Papa eine Tasse grünen Tee machen? Dem, was du jetzt gerade gelernt hast. Ja, kann ich machen. Schön. Große Löffel. So. So. Genau. Ich glaube, sie macht es besser als ich. Mhm. Mhm. Rumklöppeln. Aber du spritzt. Ja, lässt sich manchmal nicht vermeiden. Oh, schön. Mhm. Mhm. Schön, viel schöner als das, was ich fabriziert habe. Mhm. Es war so, dass es genau bei ihm vorne nach vorne zeigt. Und dann drehe ich das einmal ein Stückchen nach links. Sehr schön. Dann lass es dir schmecken. Und dann genau. Probiere ich das. Sehr bitter. Achso, von der Menge her? Ja. Von Tee auf Wasser? Vom Geschmack. Also es gibt natürlich unterschiedliche Grade an Matcha-Pulver auch. Ah. Also günstiger und teurer. Mhm. Und je teurer, desto weniger bitter. Und desto mehr Umami. Ah ja. So, und jetzt? Ja. Ja. Mhm. Und? Vom Geschmack her? Der Tee ist zwar bitter, aber er hinterlässt auch keinen so bitteren Nachgeschmack, nee, wie ich jetzt vielleicht vermutet hätte, sondern das ist auch schon ein angenehm bitteres Gefühl im Mund. Das aber auch okay. Genau, also, der Papa darf mir jetzt eine Schale Tee machen. Und, wir haben ja auch Matcha-Eis gegessen in Japan. Oh, ja. Das ist natürlich eine ganz andere. Ja. Man kann aber auch, was auch ganz toll ist, Matcha Latte machen. Das heißt, du kannst es hier mit Milch aufgießen und mit Zucker auch. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Arten von Matcha bei einer traditionellen Teezeremonie. Es gibt Usucha und Koicha, also leichten Tee und starken Tee. Ah. Und das ist der leichte Tee. Echt? Das ist der leichte? Den starken Tee macht man mit ganz wenig Wasser, sodass das quasi fast ist wie so eine Paste. Ah. Und dafür muss die Teequalität aber so richtig gut sein, weil ansonsten ist es nur bitter. Wie Stretto auf Tee. Genau. Im Schäumen bist. Im Schäumen bist. Nein, du bist zu vorsichtig. Viel genau, zu vorsichtig. Die Mama hat das wirklich schön gemacht vorher. In der Küche. Genau. Du kriegst es halt nicht mit ganz so viel Schaum. Ich habe es ja vorhin auch nicht geschafft aufzuschäumen. Soll ich weitermachen? Nein. Ja. Die Lena kriegt schlecht aufgeschäumt. Nein, die Lena kriegt nicht schlecht auf, die kriegt nur medium auf. Okay. Tasse hochheben. Dankeschön. Und dann hier zweimal drehen. Genau, das mit dem Hochheben habe ich vergessen. Oh.
Tee im Sinne von Teezeremonie zu mir nehmen. Dann werde ich jetzt auch jedes Mal hier so auf den Namen machen. Den Geist des Tees danken. Ja, weil du vielleicht das kennst. Ja, gewohnt bist. Wir ja. kennen das nicht. Also ich finde schon, dass der bitter war. Ja. Aber es war jetzt nicht unangenehm bitter. Also. Ja, mir war ein bisschen zu viel. Also ich kann ihn zwar trinken, sind ja nur 3 Schlücke. Ja, doch, die gefällt mir auch. Die ist schön, die Tasse mit dem Rosa und dem Grau. Passt auch schön zu dem Grün vom Matcha. Mhm. Hat ganz viel Koffein, also Tein, weil man ja das dann Ganze... ist man jetzt wach. Wir sind jetzt wach, weil da ja das ganze Blatt drin ist. Mhm. Und deswegen ist es auch das allergesündeste grüne Tee, weil du natürlich auch die ganzen guten Sachen komplett aufnimmst. Wenn du einen Tee normalerweise nur mit Blättern machst, dann ist ja natürlich nur das, was... abgegeben wird, aber da trinkst du ja das ganze Blatt mit. Mhm. Und außerdem ist bei Matcha ja so, dass der so ein bisschen abgedeckt, damit sich die Pflanze mehr anstrengen muss. Mhm. Und deswegen hat es dann mehr noch Vitamine mehr. Und Mineralien ja. und alles Mögliche in den Blättern, die dann verwendet werden, um Matcha zu machen. Mhm. Genau. Auch vom Geschmack her. Sehr schön. Mhm. Aber ich meine, ich hätte mal in Japan in irgendeinem Tempel haben wir mal Matcha-Tee getrunken. Ja, das ist richtig. Und ich hatte ihn nicht so in Erinnerung wie den Tee. Also ich hatte ihn leichter in Erinnerung. Da, wo man es trinkt, je nachdem, unterschiedlich ist. Mhm. Außerdem haben wir das ja jetzt heute warm getrunken. Man kann das auch teilweise kalt kriegen. Mhm. Also wir waren ja im Sommer da. Ja, aber ich und das kann nicht dann auch sagen, ob das kalt oder warm war. Mhm. Was steht da? Der Kiyomizu-Tempel ist der große Holztempel, der so eine Terrasse hat. Mhm. Da so in der Nähe ist der Laden, wo wir das gekauft haben. Mhm. Oh, Sie etwa 2 Tassen, ca. 1,5 bis mit dem Teelöffel in eine Tasse. Mhm. Ja, und dann? Mit dem Chasen umrühren. Mhm. Und mit der Matcha und das Heißen vermischen. Mhm. Nach und nach hin und her, bis er leicht schaumig wird. Und finishen Sie ihn. Haben wir genauso gemacht, wie es da steht. Mhm. Oder der Menge an heißem Wasser können Sie den Geschmack verändern. Ja. Also wie gesagt, ich würde den dünner machen. Ja, warum auch nicht. Ja. Die Japaner im Allgemeinen, also nicht nur bei Matcha, sondern auch bei normalem Tee, machen sie sehr viel Tee auf sehr wenig Wasser, damit es ganz viel intensiven Geschmack hat. Mhm. Japanischen Süßigkeiten. Sehr lecker. Das freut mich. Und sehr interessant. Das freut mich auch. Ja, vor allem diese Teile hier. Diese Teile hier. Ne? Eins ist noch da. Wie heißen sie? Schmecken. Ja, das sind Süßigkeiten nach meinem Geschmack. Owari ni shimasu. Tanoshikatta nara zehi iine botan oshite kudasai ne. Channel douroku mo yoroshiku onegai shimasu. Sore dewa mata tsugi no douga de mo aemashou. Bye bye. Bye bye.